Sandra Schmidt. Wir sind hier in der Kulturfabrik Langewiesen. Heute haben wir den ersten regionalen Erntedankmarkt und den machen wir zusammen mit dem Biosphärenreservat. Was soll da basteln? Blätterkrone. Ach, die Blätterkrone, okay. Genau, also passt auf, man muss erst den Stiel abmachen. Am besten mit den Fingernägeln hier so oder so abdrehen, okay? Und dann wird das Blatt so umgeklappt. Ich wollte mal fragen, was haben Sie denn alles Schönes im Angebot? Ja, wir haben alles aus Kräutern selbst gesammelt, selbst gemacht. Ah. Haben Sie irgendwelche Gesundheitsbeschwerden? Also momentan geht es mir eigentlich gut. Könnte ich Ihnen einen grünen Tee anbieten, zum Beispiel Ringelblut? Heute können die Leute zum Beispiel mit der Kutsche einmal rund um den Ort fahren. Dazu haben wir natürlich ganz viele regionale Händler, von Imkern über Fischzüchter. Dann haben wir Obst- und Gemüsehändler. Wir haben dazu noch natürlich einen Fleischer. Dann haben wir Töpfer da. Wir haben eine Spinnstube da. Dies ist unsere erste Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat Fessertal und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt weiter zusammenarbeiten können und noch einige Projekte zusammen unternehmen können. Wir sind hier ein Porzellanmuseum, zeitgleich aber auch eine Kulturstiftung. Das heißt, bei uns finden verschiedene Veranstaltungen statt, von Theater bis Musikabende, über Kinderprogramme, alles Mögliche. Finanzierung erfolgt durch Herrn Helmut Ahrens, da dies eine reine private Stiftung ist. In diesen Räumen wurde damals auch das Porzellan von Oskar Schlegelmilch hergestellt. Da unser Herr Ahrens, Helmut Ahrens, ein großer Porzellanliebhaber ist, hat er sich gedacht, dass er das verbindet mit einem schönen Café und zeitgleich auch hier die Exponate von damals von Herrn Schlegelmilch ausstellt. Nächste große Veranstaltung ist unser Weihnachtsdorf. Am 4. Dezember ist ein Glühweineinstich mit natürlich einer schönen Gurkenmusik. Und am 5. und 6. Dezember haben wir dann hier ganztägig geöffnet mit ganz vielen Händlern und natürlich ganz viel Kunsthandwerk. I'll never, ever let you go.